Ja, herzlich willkommen zu diesem Talk über Gradle. Ein bisschen was über meine Person. Ich bin der Gründer und Projektleiter von Gradle. Ich bin auch CEO von Gradle Inc. Das ist eine Firma, die Service, Leistung, Training, Consulting und Custom Development für Gradle anbietet. In der kaum Vorzeit war ich auch mal Committer für das JBoss-Projekt, habe die JBoss-IDE gegründet. Ja, das soll genügen zu meiner Person. Die Slides sind in Englisch. Kein Problem. Was ist Gradle? Gradle, wie der Titel des Talks schon sagt, ist ein Java-Build-System. Aber ein Java-Build-System, was sich sehr unterscheidet von End und von Name. Um mal einen abstrakten Aufbau darzulegen. Hier habe ich hier die kleine Grafik. Der Low-Level-Layer von Gradle, der besteht einfach aus einem Directed Acyclic Graph-Modell. Also Dependency-Based Programming, wie man es von AND kennt, wie man es von MAY kennt, wie man es eigentlich von jedem Bildpunkt kennt, außer dem. Man hat Tasks oder Entity Targets und wir haben die Hands-on-Relationen zueinander und der daraus entstehende Graph ist ja das Execution Model für mich nicht gewinnt. Okay, was bei Gradle, eine Sache, die bei Gradle besonders ist, dass wir on top dieses DAG Layers ein spezifisches Domain-Modell noch gelegt haben. Zum Beispiel für Java-Projekte. Wer N kennt, ich denke, es sind alle, die hier im Talk sind, was ist das Domain-Modell von N? Welche Klassen gibt es da? Welche Objekte? Wo man von Domain-Modell sprechen kann. Target. Resources, Properties, irgendwie so. Das war's. Also es gibt keine Idee in AND, was ein Java-Projekt ist. Es gibt keine Art, dass AND irgendwas zur Verfügung stellt, was besonders dafür geeignet ist, ein Java-Projekt zu modellieren, was man brauchen will. Das bezieht sich halt auf, das ist halt, AND hat ein extrem einfaches Modell und das ist halt, das bietet unserer Ansicht nach nicht hinreichende Abstraktionen, um Java-Projekte, OSGI-Projekte, WAR-Projekte etc. zu bauen. Dieses Domain-Modell wird genutzt und erweitert von Plugins, Java-Plugin, OSGI-Plugin etc. etc. Es wird genutzt und erweitert von unserem Dependency-Handling, da werden wir später noch drauf eingehen. Was ganz wichtig ist, Gradle bietet im Kontext dieses Domain-Modells und auch im Kontext dieses DAG-Layers eine Rich API und eine Deep API. Was das im Einzelnen heißt, werden wir gleich sehen. Es ist auf jeden Fall was weder von End noch von Maven angeboten wird. Und das Ganze wird orchestriert als User, indem man eine Ruby-DSL. Und wir werden gleich viele Beispiele dazu sehen. Ein bisschen Hintergrundinformationen. Gradle hat eine sehr aktive Community mittlerweile. Wenn man sich die Mailingliste anschaut, die Userliste hat jeden Monat mindestens 150, 200 Postings. Wir kriegen viele Patches, sehr viele Issues. Also es wird, die Adaption von Gradle ist sehr gut und wir haben sehr viel Momentum. IntelliJ bringt bald Gradle-Unterstützung mit einem neuen Release-Stream und so weiter und so fort. Ist Apache V2-License, hat sehr gute Dokumentation, 150 und mehr Seiten im User's Guide. Wir releasen sehr häufig, alle zwei Monate normalerweise, wenn nicht gerade Urlaubszeit ist. Und wir legen sehr viel Wert auf hohe Softwarequalität, haben mehr als 200.000 Unit-Tests, haben eine Armada von Integrationstests, legen sehr viel Wert darauf, eine sehr gesunde Codebasis.
Basis zu haben. Und ja, das, deswegen kommen wir auch so oft really, ohne unsere User unglücklich zu machen. Und Gradle wird bedient von der User-Perspektive über eine Groovy DSL. Aber der Core von Gradle ist Java. Das heißt, perspektivisch könnte es auch irgendwann mal eine Clojure DSL geben oder eine Ruby DSL. Das müsste nur gemacht werden. Wobei wir denken, dass Ruby DSL oder dass Ruby sehr geeignet ist für ein Bildsystem, was einen Schwerpunkt auf Java programmieren kann. Einfach von der besonderen Eigenschaft von Ruby. Wer hat schon mal Ruby benutzt hier? Okay, die Hälfte ungefähr. Ja. Wir haben ein paar mehr Commit-Leute als die letzte Seite rausgefallen. Also es gibt Appling, ich, Tom Aikens, Adam Murdoch und Russell Winder. Das sind alles Leute, die sind organisch dazu gestoßen. Also ich habe das gegründet, ich kannte niemanden von denen vorher und die fanden das alles sehr interessant und ja, dadurch haben wir auch ein sehr hohes Tempo. Es wird sehr viel committed und wir gehen ja, schnellen Schrittes auf Einzelnen zu. Okay, fangen wir mal mit den verschiedenen Aspekten an, die ich eben kurz angerissen habe. Dependency-Based Programming. Das ist, ja, das ist die Basis von Gradle. Und wer Anne kennt, der fühlt sich dazu erstmal sehr zu Hause, außer dass wir eine andere Terminologie haben. Hier erzeugen wir Task Hello, in Anne wäre das Target Hello und mit diesem Operator sagen wir halt, das ist die Aktion, die durchgeführt werden soll. Ja, Great Hello. Okay, und dann kann ich halt einen anderen Task erzeugen, gebe ihm diesen Namen und sage, er soll vom Hello abhängen. Und naja, wenn ich dann, das Beispiel ist leider zerschossen. Na gut. Wenn ich auf jeden Fall Intro ausführe, dann wird zuerst Hello ausgeführt und dann Intro. Also das ist. Das kennt jeder. Wo es ein bisschen anders wird als in der Endwelt, ist die Tatsache, dass wir Ruby benutzen können, um das Ganze ein bisschen dynamischer zu machen. Also wir können Tasks dynamisch erzeugen. Wir können sagen, also laufen mal von 0 bis 3 und erzeuge 4 Tasks nach dynamischen Kriterien. Das ist etwas, was so mit dem End, also XML basiert, nicht möglich. Das ist ja erstmal etwas, wo man als End-Programmierer denkt, okay, das ist mehr oder weniger das, was ich kenne. Ja. Okay. Jetzt fängt es an, anders zu werden als bei End. Unsere Tasks haben eine API. Also wir sagen jetzt hier Task Hello und wir können halt sagen, okay, gib mal den Namen dieses Tasks aus. Oder wir können auch zu jeder späteren Zeit, nicht nur zur Deklarationszeit, die mit End sagen, okay, ich möchte noch nachträglich diese Abhängigkeit vom Hello zu List-Zip deklarieren. Das ist insbesondere in Multi-Project-Builds halt wichtig, dass ich das zu jeder Zeit machen kann. Ich kann natürlich auch nachträglich noch jederzeit Actions zu bestehenden Tasks hinzufügen, etc., etc., etc. Das ist etwas, was so mit End nicht geht. Und dann geht das Ganze noch weiter. Das sind unsere sogenannten Default-Tasks. Ja. Und dann gibt es aber auch Tasks, die sind von spezifischen Typen. Zum Beispiel ein SIP-Task. Und der bietet dann halt zusätzlich zur Standard-API auch noch Task-spezifische API-Funktionen an. Etc. etc. So, also letzten Endes sind unsere Tasks eine Mischung aus dem End-Target und dem End-Task. Das ist ein Hybrid. Mit dem Vorteil, dass ich die halt direkt in die Pens-on-Relation zueinander erklären kann. Okay. Gucken wir an. Very rich API, unser Test-Task. Ja. In unserem Test-Task können wir sowas sagen wie, okay, das Build-Skript kann Listener registrieren. Ja. Und diese Listener werden dann von unserem während der Testausführung informiert, ich habe angefangen, einen neuen Test auszuführen. Wir wollen informiert darüber werden, dass gerade ein Test fehlgeschlagen ist oder erfolgreich war. Wir können, nachdem die Testausführung über die Bühne gegangen ist, kein anderer Task, den Test-Task fragen, wie viele Tests waren erfolgreich, wie lange hat es gedauert, die auszuführen, etc., etc., etc.
Zum Beispiel folgende Requirement. Es gibt ein Gesetz in der Flugzeugindustrie, ab sofort muss jede Software getestet werden und die Tests müssen in einem ganz bestimmten Format gelockt werden. Versuch das mal mit Ann oder mit Maven. So. Mit Braille wird man einfach einen Listener reinhauen und sich das dann zurecht drücken, was man braucht. Und das ist die ganze Vision von Gradle. Wir wollen viel out of the box anbieten, aber wir wollen ganz viele Integrationspunkte bieten, um Dinge zu passen machen. So, vergleich das doch mal mit AND. Da habe ich meinen Test und den konfiguriere ich und das war's. Ja, das ist eine totale Einbahnstraße. Ich stecke was rein und dann wird es ausgeführt und das war's. Hat natürlich historische Gründe. Wenn ich mein Bildskript in XML schreibe, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, später irgendwie zu fragen, was ist denn passiert und darauf angemessen zu reagieren. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Riesenproblem. Das ist halt ein sehr anämisches Modell. Das gleiche mit Maven. Ich habe mein Plugin. By the way, wer hat schon mit Maven.com programmiert? So viel hören. Das gleiche Problem. Ja, man ist wie in der Wüste. Ja, man möchte eigentlich, wenn man das Bildskript schreibt, man möchte die Tools, die das Bildsystem einem zur Verfügung stellt, orchestrieren, man möchte es benutzen, miteinander in Beziehung setzen, etc. etc. Das ist etwas, wenn wir selber in unserer täglichen Arbeit Domain Model implementieren, ist es selbstverständlich. Also es ist eigentlich ein Witz, dass ich das hervorheben muss. Aber so ist die gegenwärtige Build System Landscape in Java, dass das eben so nicht geht, was wir eigentlich als Java-Programmierer erwarten würden, was natürlich ist, wie wir selber eigentlich Dinge entwickeln würden. Es hat historische Gründe, ein wichtiger Grund ist, dass die alle XML-basiert sind, aber nichtsdestotrotz. Es ist ein Riesenproblem für alle Projektautomatisierungen, die ich machen möchte. Jetzt wird es zukünftig folgende Entwicklung geben. Jetzt wird es, sowas gibt es schon für AND, mit GAND, sowas wird es mit Maven 3.0 auch geben, dass sie sagen, ha, ihr könnt jetzt auch Ruby benutzen, ihr könnt Scheifen benutzen. Ja. Aber, dass diese dynamischen Sprachen, die werden aber in einer Art und Weise benutzt werden können, um dynamisch sowas ähnliches wie eine XML zu bauen, um eine AND-Bild-XML zu bauen oder um Maven.com dynamisch zu bauen. Aber es gibt keinerlei API von Seiten der Plugins etc., um das wirklich zu nutzen. Ja. Das ist eine leichte Verbesserung, aber man braucht eine Sprache wie Groovy, um sowas Reichhaltiges anzubieten. Aber es reicht ja nicht aus. Wenn ich mit EJB2, was weiß ich, gesagt hätte, okay, ab sofort kann man die Deployment-Deskriptoren in Groovy schreiben, ja, da wäre kein Ruby on Rails raus geworden. Da gehört noch viel mehr dazu. Und insofern wird das etwas sein, was mit AND und Maven kommen wird, dass sie sagen, okay, ihr könnt eure Bildskripte jetzt auch in irgendeiner dynamischen Sprache schreiben, nicht nur in XML, nur das ist halt eigentlich nur eine notwendige Bedingung, um was wirklich Gutes zu machen. Ja. Aber da gehört noch viel mehr dazu, damit man wirklich ein mächtiges Werkzeug zur Hand hat. Und das ist halt das, was Gradle am Bauen ist. Okay. Wie gesagt, wie am Anfang gesagt, das war unser Low-Level-Layer, den wir jetzt kurz angeschaut haben. Viele Leute, die Maven benutzen, sagen ja, okay, wir benutzen Maven, weil wir Build-by-Convention haben wollen. Ja, wir wollen eine vorgeschriebene Projektstruktur etc. etc. Das bietet Gradle auch. Also mit so einem One-Liner Use Plugin Java, ja, wird der Build so konfiguriert, dass ein Test-Task, ein Compile-Task, ein Upload-Task, ein Jar-Task, etc. etc. alles hinzugefügt wird. Ja. Und wenn sich das Projekt dann an bestimmte Layout-Kriterien hält, wie der Code kommt in Source Main Java und in Source Main Test, dann haben wir mit so einem One-Liner halt ein Java-Projekt standardmäßig bauen. Man kann es testen automatisch, man hat ein Jar am Ende, etc. etc. Also in der Beziehung bieten wir das Gleiche an die Maven, nur es ist sehr viel flexibler, wie wir noch sehen werden. Okay,
sobald wir halt Dependencies haben, wird die Sache ein bisschen interessanter. Da sagen wir halt, okay, wo sollen die Dependencies herkommen? Ja? Und das Java-Plugin hat halt schon so Standardklassenpfade definiert. Denen kann man jetzt die Dependencies zuweisen, was der Compiler verwendet werden soll, wer im Runtime, wer im Testcompile, etc. etc. Okay, so. Und wenn ich jetzt sage Cradle Compile und mein Code ist an der richtigen Stelle, dann wird das alles kompiliert. Wenn ich sage Cradle Jar, habe ich am Ende einen Schaden. Okay, das ist eine etwa Maven Experience, wenn wir uns sozusagen die einfachen Fälle anschauen. Okay, jetzt fängt es halt an, wenn ich das Ganze customizen will. Das Java-Plugin hat einen Testpass hinzugefügt und wenn ich den customizen will, dann spreche ich ihn dann einfach an und gebe noch zusätzliche Benutzer die API dieses Tasks, um ihn weiter zu konfigurieren. Ich kann einen Task erzeugen, precompile, der irgendwas tut und dann sage ich, okay, compile hängt von precompile ab. Oder ich kann auch den Compile-Task noch eine Action an Anfang vorstellen, etc. etc. Und man kann natürlich meine Custom-Task erzeugen, für irgendwelche besonderen Sachen zu machen. Das heißt, Cradle bietet Build by Convention über Plugins, diverse Plugins, Java, OSGI, War, eine ganze Menge mehr. Und die erzählen halt dieses Plugin mit einer Grundannahme über das Projekt und die kann man dann im hohen Maße modifizieren und customizen. Okay, man kann halt eigene Plugins schreiben. Was diese Plugins machen, ein Cradle Build Script, was das im Endeffekt macht, ist, dass es auch die API benutzt, eines sogenannten Projektobjektes. Und alle Anweisungen in diesem Build Script werden an dieses Projektobjekt weitergereicht und so wird das Projektobjekt konfiguriert. Ja. Und ein Plugin macht letzten Endes, benutzt die gleiche API wie ein Build Script. Und da kann halt sagen, okay, für jedes Projekt, was jetzt dieses Custom-Plugin benutzt, kann man halt irgendwelche Properties setzen. Hier wird es interessant, man kann dynamisch reagieren, man kann sagen, okay, wer das Custom-Plugin benutzt, ja, oder das Projekt, das Custom-Plugin benutzt, wird noch so und so konfiguriert, wenn auch das Java-Plugin benutzt wird. Oder wenn auch das War-Plugin benutzt wird. Also das ist halt die ganze Idee von reicher und tiefer API. Dass halt alle Player in meinem Bild reichhaltige Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren und dementsprechend Dinge zu tun. Okay. Ja, über reiche API haben wir gesprochen, über rich API. Jetzt kommen wir zur Deep API. Mit Cradle kann ich sagen, okay, wenn irgendein Task hinzugefügt wird, ja, das kann ich am Anfang von meinem Bild sagen, dann mach auf jeden Fall noch die und die Konfiguration. Ja. Oder ich kann sagen, für alle Tasks, die in Zukunft hinzugefügt werden oder die schon da sind, mach die und die Konfiguration. Ich kann nur sagen, für alle Tasks, die vom Typ SIP sind, wenn sie hinzugefügt werden, dann mache dies und jenes. Und das ist im Prinzip, das zieht sich durch Cradle hindurch, egal welche Domänenobjekte, ob Tasks, ob Dependencies, etc., etc., die bieten alle diese Deep API, wenn man Custom-Anforderungen hat, die halt auf eine sehr elegante Art und Weise umzusetzen. Zum Beispiel, man könnte sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Plugin für meine Firma, ja, wo bestimmte Firmenpolicies durchgesetzt werden sollen. Man könnte jetzt ein Plugin schreiben, okay, wenn irgendeine Dependency hinzugefügt wird, ja, und die benutzt irgendeine Open-Source-Bibliothek, die ich nicht gut finde, dann soll ich mir Warnung geben oder soll der Bildfehl schlagen, etc. Ich kann also auf eine sehr elegante Art und Weise Regeln durchsetzen, wie die Domain-Objekte benutzt werden sollen oder wie sie vorkonfiguriert werden sollen. Ja. Okay, was wir auch anbieten, sind halt Live Collections, ich kann sowas sagen, Task with Type Jar, da habe ich eine Collection. Die Collection ist live.
Wenn irgendwann später noch ein Jar dem Projekt hinzugefügt wird, dann ist die Collection immer up to date. Und für, wenn ich jetzt ein Open Source Projekt habe, ja, Single Project Build, das Einzige, was ich habe, dann sind die Sachen nicht unbedingt so spannend. Ja. Sei denn, ich benutze externe Plugins. Wenn ich aber im Enterprise arbeite, wo ich ein Projekt habe, das 50 Subprojekte besteht, oder wo ich halt für alle meine Projekte bestimmte Policies formulieren will, dann sind diese Sachen sind der Himmel, wenn man vorher mit Mängeln gearbeitet hat. Das, wo Mängeln und die haben zu einer Zeit angefangen, wo Build hieß, ein Build-System muss das Chart bauen und vielleicht noch einen Server schicken. So, es ist immer viel passiert. Und das Chart zu bauen, das ist mittlerweile ja nicht das, was die wirkliche Herausforderung darstellt. Die wirkliche Herausforderung ist Projektautomatisierung. Das kennt man ja aus der ganzen agilen Entwicklung, wie wichtig Projektautomatisierung ist. Und Projektautomatisierung in komplexen Projekten heißt immer enorm viele Custom Requirements, die man in irgendeiner Form halt integrieren will in das, was das Build-System out of the box liefert. Das ist für mich die Messlatte, an der ein Build-System gemessen werden muss. Und nicht, ob es irgendein Mickey-Maus-Projekt auf eine einfache Art und Weise bildet. Weil das schön und gut, aber das ist nicht, wo später die Arbeit entsteht. Ein anderes nettes Feature von Gradle sind Rules. Ich kann eine Rule definieren, was weiß ich, sowas wie das ist jetzt nur eine Description dieser Rule, die wird ausgegeben, wenn ich keine Gradle fragen, welche Rules gibt es in diesem Bild. Das Entscheidende ist, diese Rule kriegt einen, sagen wir mal anders. Wenn es irgendeiner Gradle Ping Server von Gradle sagt, dann guckt Gradle, gibt es irgendeinen Task mit diesem Namen, der so deklariert worden ist. So. Wenn es den nicht gibt, dann schaut es, gibt es irgendwelche Rules. Wenn es eine Rule gibt, dann kriegt die diesen Task-Name zugewiesen und kann gucken, ob der irgendein Pattern ist. Dann kann man jetzt gucken, aha, fängt dieser unbekannte Taskname, der für den kein wirklicher Task deklariert ist, mit Ping an. Und wenn ja, dann deklariere ich einen Task dafür. Und zwar einen Task mit dem Namen Ping Server 545 und der macht dann irgendwas. Und naja, in dem Fall gibt er halt einfach nur Server 545 aus. Das kann ich aber nicht nur von der Kommandozeile benutzen, ich kann das auch innerhalb von meinem Bild benutzen. Ich kann sagen, Task Grouping und depends on Ping Server 1 und Ping Server 2. Und dementsprechend wird das hier ausgegeben. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, um irgendwelche Aktionen, die ähnlich sind, die parametrisiert sind, über einen großen Wertebereich geschickt zu formulieren. Ja. Also so, das ist sehr mächtig, aber dann noch zu verstehen, was passiert, wenn man den nicht versteht, nicht weiß. Ja. Also, gibt es. Also es gibt zwei Sachen. Man kann zum einen sagen, Gradle-D, dann kriegt man alle Tasks und Rules, die existieren. Dann kann ich aber auch sagen, try run. Also Gradle-M und dann führt er den Bild aus, ohne irgendwelche Aktionen auszuführen. Dann sehe ich genau, welche Tasks aufgerufen worden sind, in welcher Reihenfolge, ohne dass irgendwelche Nebeneffekte produziert werden. Also das ist ja das, was du gerne hättest. Ja, das ist ganz wichtig. Also Gradle bietet sehr viele Möglichkeiten an, um Informationen über den Bild zu kriegen. Um das nachzuvollziehen, was passiert. Können wir uns mal ein bisschen gleich näher angucken, wenn ich dran denke. Okay, Dependency Management, sehr wichtig. Das war ja etwas, mit dem Maven berühmt geworden ist, Maven 1. Das erste Tool, was irgendwie Dependency Management angeboten hat. War auch eine gute, also war grundsätzlich eine gute Idee. Naja. Wie macht es Gradle? Okay, ich benutze das Plugin Java, kann aber jetzt auch eigene Konfigurationen, eigene Klassenpfade, das ist eine
Konfiguration der Klassenfahrt sein, definieren. Ich kann sagen, okay, all jar, so nenne ich diese Konfiguration, die soll Runtime extend. Die hat alles, alle Dependencies, die schon in Runtime drin sind. Dann sage ich, okay, das Java-Plugin hat ja schon Compile, Runtime und Test-Compile, kommt ja vom Java-Plugin, dem weise ich jetzt irgendwas zu. Ja? Und all jar enthält noch Commons.io. So. Jetzt möchte ich mir ein Jar bauen, was alle Dependencies reingemerged bekommt, die zu diesem Klassenpfad gehören. Das sind also alle, die zu Runtime gehören, plus die, die noch zu all jar hinzugefügt sind. Wie mache ich das? Da ist jar, da jar all, type jar, und dann einfach merge, Dependencies, all jar, resolve. Peng. Das war's. Wiederum, rich API. Versucht das mit main. Oder versucht es mit end. Es wird nie diese Eleganz haben. Ja. Mit main muss ich ein eigenes Plugin schreiben. Ich hab 20 Zeilen XML. Und dann muss ich ein Plugin schreiben, was 50 Zeilen hat. Ja, dann kann ich mir sowas mit Mühe basteln. Und hier ist es halt ein 3-Zeilen. Es gibt viel zu sagen zum Dependency Management. Wie gesagt, hat auch eine sehr, sehr mächtige API. Ich kann sagen, okay, alle Dependencies sind von Runtime. Gib mal alle Files aus, die zur Gruppe MyGroup gehören, etc. etc. Ich habe mächtige Filter, ich habe intelligente Copy-Operationen, wo ich mir beliebige Subsets rauspicken kann aus meinen Dependencies nach bestimmten Kriterien. Es macht Spaß, damit zu arbeiten. Man will etwas erreichen und kommt auf einem natürlichen Wege zum Ziel. Das ist das, was man als Entwickler haben will. Man möchte nicht nach Absurdistan geschickt werden, um so alltägliche Anforderungen zu programmieren als Bildmeister. Okay, also es gibt zum Dependency Management, könnte ich einen ganzen Vortrag machen. Wir bieten natürlich transitives Dependency Management an und ich kann halt sagen, welche von den transitiven Dependencies nicht mit in den Dependency-Baum übernommen werden sollen. Das kann ich per Konfiguration und Dependency machen. Ich kann Rules definieren für Configuration and Dependencies, wie für Tasks. Ich kann sagen, Dependency, when added, und von diesem Typ ist dann mache dies und jenes. Konfiguriere die in der und der Art und Weise, schmeiße eine Exception, etc. etc. Deep API. Ich kann meine Custom Policy halt sehr elegant und auf eine sehr mächtige Art und Weise formulieren. Das Repository Handling ist sehr mächtig. Beliebige Layouts der Repositories kann ich definieren, etc. etc. Wir setzen auch Apache Ivy auf, weiß nicht, wer das kennt. Kennt irgendeine Ivy? Oder hat irgendeine Ivy schon benutzt? So. Da sind wir sehr zufrieden mit. Das Problem mit Ivy ist halt, weil für mich immer, es ist, um reinzukommen, ziemlich komplex. Also es hat eine gewisse Lernkurve. So, das ist meine Erfahrung. Und die machen wir halt, indem wir halt ein prekonfiguriertes Ivy anbieten, machen wir es sehr viel leichter, als Dependency Management reinzukommen. Ohne die Flexibilität von Ivy aufzugeben, die es ja als großen Vorteil gegenüber Maven Dependency Management hat. Dependencies können dynamische Properties haben, wie auch alle anderen unserer Domänenobjekte. Das heißt, ich kann jetzt irgendeine Dependency deklarieren, ja, und kann ihr noch eine dynamische Property hinzufügen, wie, keine Ahnung. Soll in die Customer One Distribution True False. Ja. Wir haben eine spezielle Distribution für Customer One und der will bestimmte Dependencies, soll er nicht kriegen. Und da können wir einfach eine Property hinzufügen, das muss man mit Closure machen, und können diese Informationen in Dependency-Objekte hineinpacken. Und so haben alle unsere Domänenobjekte halt Dynamic Properties, mit denen ich die noch dekorieren kann, um irgendwelche Custom-Sachen durchzuziehen. Es gibt noch viel mehr dazu. Sehr mächtiger Aspekt von Gradle. Okay, End-Task. Wir
Für Gradle kann man jeden End-Task mindestens so schön benutzen wie von der XML. Das ist sehr einfach für Gradle, weil Groovy halt den sehr schönen End-Bild anbietet. Ich kann also jetzt irgendeinen End-Task namens Groovy C definieren. Das ist ein tatsächlicher End-Task. Und es gibt, und genauso wie ich den in N mit einer XML konfiguriere, kann ich das halt von Gradle mit Groovy mit einer anderen Notation konfigurieren. Also Groovy C ist der End-Task und in XML hätte ich halt stehen, ich source dir gleich, SRC, der ist dir gleich, etc. Das ist nur eine andere Syntax. Und dann natürlich mit der Konfiguration die ganzen dynamischen Möglichkeiten von Groovy benutzen. Also die ganze, der ganze Schatz von N-Tasks steht einem mit Gradle zur Verfügung, genauso wie wenn ich N benutze. Das ist wichtig. Und nicht wie mit Maven, wo ich irgendwie immer mit 20 Zeilen XML brauche, um den irgendwie in den Lifecycle einzupushen. Der Maven kennt, weiß, wovon ich spreche. Okay, das ist schon mal ganz nett. Das ist aber, wer Groovy kennt, wird davon nicht sonderlich beeindruckt sein. Das kriegen wir einfach Groovy for free. Was schon noch sehr viel spannender vielleicht ist, ist tiefe Integration mit Templates. Okay. Das ist ein Template. Ja. Target Name Hello, depends on Info. Komischerweise ist von Info hier keine Rede. Müssen wir schauen, wieso das funktioniert. Und dann sage ich in meinem Gradle Build Script and import build build XML. Ja, und sage Hello, du first. Printline, here comes end. Und das heißt nicht. Ich tue einen bestehenden Task noch eine Action hinzufügen an Anfang und tue dann einen anderen Task into erzeugen, der Hello from Gradle. So. Und jetzt sage ich Gradle Hello. Und was passiert? Es kommt zuerst into wird ausgeführt, Hello from Gradle. Dann ist eine bidirektionale Integration, weil kann ein End-Task von einem Gradle-Task abhängig sein, nämlich von diesem Task Info. Deswegen wird ausgegeben, hier kommt End, wobei das wieder der End-Task ist, der von Gradle erweitert worden ist. Und dann kommt der eigentliche, hier End-Task, Hello from End. Das heißt, es gibt kein anderes Build-Tool in der Java-Welt, außer End selber natürlich, was wirklich dermaßen tief End-Projekte was natürlich wichtig ist, man ändert sein Bildsystem nicht komplett von heute auf morgen. Und wir können Properties und ClassPaths von N-Scripts lesen oder auch in N-Scripts injizieren, etc. Das ist toll, finde ich. Und bietet halt einen sehr sanften Migrationsweg. Das ist eine andere Vision von Gradle. Gradle möchte ein sehr gutes Bildsystem sein, möchte aber auch ein Bildintegrationssystem sein. Die Realität im Enterprise ist, dass in 10 Jahren noch viele Maven-Builds da sein werden, in 10 Jahren werden noch viele End-Builds da sein und ein gutes Bildsystem muss damit gut umgehen, muss die umarmen sozusagen. Und mit End tun wir das jetzt, mit Maven warten wir noch ein bisschen, aus dem Grunde, dass Maven 3 sehr viel besser embedded benutzt werden kann. Und dann wollen wir was ähnliches versuchen, wird natürlich nicht ganz so einfach sein, weil Maven halt kein Graph-basiertes Modell hat, etc., etc., aber wir wollen was ähnliches anbieten auch für Maven, und dann müssen wir ein bisschen auf Maven Leute warten, bis die Maven 3.0 zumindest eine Better One releasen. Okay. Smartly Configurable Execution. Okay, also unsere Deep API, die gibt es nicht nur für die Konfiguration, die gibt es auch für die Execution-Phase. Ich habe einen Task Compile, ja? Und ich kann jetzt, und diesen Compile-Task möchte ich jetzt noch dekorieren, customizen. Dann sage ich, okay, mach am Anfang noch Folgendes. Zeige mir mal zuerst mal alle Tasks, die ausgeführt werden. Ja? Auch in der Zukunft ausgeführt. Und dann, wenn irgendein Task namens Code Generation noch ausgeführt werden soll, dann exclude vom Kompilieren von mir aus dieses und jedes Package. Gradle hat eine sehr
unterscheiden sehr klar zwischen der Konfiguration und der Execution Phase. Mit End ist das unmöglich. Mit Create kann sozusagen ein Task in die Zukunft schauen, kann sagen, was kommt denn nach mir? Ja, ich kann Create fragen, was kommt nach mir, und kann dann daraufhin reagieren. Zum Beispiel kann ein Jar-Task fragen, kommt der Release-Task nach mir? Okay, wenn der nach mir kommt, dann benutze ich als Version von mir aus 1.0, und wenn der Release-Task nicht nach mir kommt, dann benutze ich als Version 1.0-Timestamp. Ja, das ist Snapshot-Version. Wie machen wir das mit Maven? Wie machen wir das mit End? Wie machen wir das mit Maven? Indem ich vielleicht auf der Kommandozeile irgendeinen Parameter mit übergeben muss. Das ist ugly. Ja? Also wiederum Deep API. Wir lassen uns tief, Gradle lässt sich tief, lässt den Kastencode tief in sich reinschauen, und das ist sehr wichtig. Okay, wir können auch die Execution dekorieren. Wir können sagen, bevor irgendein Task ausgeführt werden soll, egal welcher, macht das und das. Oder wir können sagen, nachdem Task ausgeführt werden soll, und wenn eine Exception geschmissen wurde, dann macht dies und jenes. Mit Maven wird es unmöglich. Ja. Ich habe keinerlei Exception. Furchtbar. Mit End auch nicht. Ja. Das ist, es ist wichtig. Es sind alles wichtige Dinge, die man haben möchte, die es geben sollte, und Gradle bietet. Okay. Smart Task Exclusion. Wenn wir so einen azyklischen Graphen haben, ja, A hängt von B ab, B von C, B von D und B von E, aber auch A von E. Und wenn wir jetzt sagen, Gradle A soll ausgeführt werden, aber nicht B. Ja? Dann wird, wenn man das mit End irgendwie machen würde, ja, dann würde trotzdem C und E ausgeführt. Gradle erkennt aber, Moment mal, wenn B nicht ausgeführt werden soll, ja, und C und D hängen aber nur von B ab, dann brauche ich auch C und D nicht auszuführen. So. Deswegen wird nur A und E ausgeführt. A hängt zwar auch von B ab, E hängt zwar auch von B ab, nein, B hängt zwar auch von E ab, aber A auch, deswegen wird E natürlich ausgeführt. Und das ist ein sehr nettes Feature. Mit Maven gar nicht möglich, weil es hat ja ein viel simpleres Modell. Maven hat ein Lifecycle, ja, und da kann man one level deep irgendwelche Plugins reinstecken. Es bietet keinerlei Möglichkeiten, sowas überhaupt auszudrücken, dass eines von dem abhängig und das wieder von dem anderen. Man kann nur sagen, hier ist mein Lifecycle und da stecke ich irgendwas rein, eine flache Liste. Ein bisschen anämisch, unserer Meinung nach. Und Didakt ist halt sehr viel ausdrucksstärker, und da kann man dann auch, wenn man halt dementsprechend analysiert, smart sein. Ja. Smart Merging. Create, Clean, Compile, Test. Was passiert, wenn ich das mit N mache? Oder mit Maven? Wie oft wird Compile ausgeführt? Wenn ich das in N eingebe, wie oft wird Compile ausgeführt? Gesetzt im Fall Test hängt von Compile ab. Zweimal. Melden genauso. Finde ich nicht gut. Sag euch gleich warum. Also Gradle macht das anders. Gradle mergt das Ganze zusammen. Wir haben ja so einen netten Duck. Ja? Dann können wir auch wissen, was das. Dann wissen wir, aha, Compile, Test hängt von Compile ab, Compile von Resources und Clean steht für sich. Und dann wird halt Compile, der Subtree von Test, und Compile wird halt gemerged. Ist halt sehr nett. Oft hat man zum Beispiel mit der CI-Maschine, will man irgendwelche Kombinationen von Tasks ausführen, für einen ganz bestimmten Use Case, und um das mit N zu unterstützen, muss ich künstliche Tasks in mein Build-Skript reinschreiben, die halt das und das kombinieren. Weil das ja nicht geht. Ich kann die nicht beliebig kombinieren. Ich muss also vorher wissen, was will denn einer benutzen. Und von Gradle kann jeder User sagen, ich assemble die Sache, wie ich das gerade brauche, und Gradle ist halt smart, das dann alles nur einmal ausgeführt. Und wenn ich wirklich Isolation will, ja mein Gott, ja, dann mache ich halt das. Gut. Was uns sehr wichtig ist, gerade für Enterprise Builds, wir wollen ein Build sehr schnell ausführen. Eine Sache, die man dafür braucht, ist, ja, dass man irgendwie wissen muss ich denn jetzt wirklich was tun oder nicht? Und jeder Task hat eine Only-If-Methode, mit der ich halt sowas formulieren kann. Ich kann halt sagen, wenn sich der Timestamp von diesem Directory oder Contents Change MD5 basiert geändert hat, nur dann tue irgendwas. Ja. So, und das ist natürlich
zumindest mit Java 0.8 wird das alles schon vorkonfiguriert sein für die Standard-Tasks. Und das ist halt auch was mit Maven und End oder mit Maven sehr, gar nicht, und mit End mit sehr viel Handarbeit erreicht werden kann. Ja. Das halt die Tasks. Und dann gibt es noch sowas, könnt ihr auch reinschreiben, okay, only if, wenn sich der Timestamp geändert hat oder der andere Task irgendwelche Arbeit verrichtet hat, etc. etc. Die Tasks können sich aufeinander beziehen. Hat der andere Task was gemacht, zum Beispiel hat der Compile-Task was gemacht, wenn er nichts gemacht hat, mache ich auch nichts. Und wir halten eine History vor. Man kann immer fragen, wie hat der Task vom letzten Mal, wurde er erfolgreich ausgeführt, wann wurde er ausgeführt, etc. etc. Das heißt, mit Gradle kann man die Bildausführung sehr optimieren. Und sehr wichtig, weil das ist oft ein großes Problem in Enterprise-Builds, die Zeit. Ja. Wo wird das vorgehalten? Also auf File-System, im Folder vom Build-Skript. Bild-Folder oder Target-Folder beim Maven. Und die Default-Tasks nutzen das schon alle, aber auch wenn man einen Kassentask schreibt, kann ich einfach fragen, hat der andere Task irgendeine Arbeit gemacht? Wann wurde der andere Task das letzte Mal erfolgreich ausgeführt? Oder wann wurde mein Task das letzte Mal erfolgreich ausgeführt? Etc. etc. Und kann er dementsprechend optimieren. Eine andere Sache, die sehr cool ist mit 0.8, wir werden Multi-Threaded Test Execution angeben. Bietet auch noch kein anderes Build-System an. Und das geht auch die meiste Zeit drauf beim Testausführen. Also das Test wirklich im parallel ausgeführt werden. Was? Bitte? Make. Ja, ich bin so ein armer Java-Typ. Ja. Klar, aber. Okay. Muss mich ein bisschen beeilen. Multi-Project Builds. Ja, mächtiges Thema. Man kann Multi-Project Build in Gradle definieren, mit, egal wo der physikalische Ort des Subprojektes ist. Die Multi-Projekt-Konfiguration basiert nicht auf Inheritance wie bei Maven, sondern indem man was initiiert, werden wir gleich sehen. Wir haben eine separate Configuration Execution Hierarchy und wir ermöglichen Partial Builds. Das ist so ein mächtiges Thema, aber wir haben leider nicht mehr genug Zeit. Okay, wenn ich jetzt so eine Ultimate App habe, die hat drei Subprojekte, dann kann ich jetzt sagen, okay, für alle Subprojekte gilt Folgendes. Ich kann also die API der jeweiligen Projekte nutzen, um sie zu konfigurieren. Ja. Das ist das Gemeinsame der drei Projekte. Und diese Projekte haben dann jeweils noch ein eigenes Build.gradle-File, wo sie ihre Besonderheiten definieren. Und ich kann eine beliebige Filtersache. Ich kann sagen, für alle so Projekte, die mit dem Namen Web anfangen, mache dies und jenes. Also es ist viel feiner als diese einfache vererbungsbasierte Konfiguration, Multiprojekt-Konfiguration von Maven. Okay. Separation of Configuration Execution Hierarchy. Ich kann in Gradle sagen, zur Konfigurationszeit hängen die Subprojekte von dem Root-Projekt ab. Zur Execution-Zeit sollen aber alle Subprojekte ausgeführt werden, bevor das Root-Projekt ausgeführt wird. Mit Maven unmöglich. Ja, ein Riesenproblem. Ja, wenn ich also Maven sowas machen will, wie zuerst mal möchte ich meine Subprojekte konfigurieren und dann möchte ich die Integrationstests ausführen, nachdem die Subprojekte gebaut worden sind, unmöglich. Ja. Da muss ich künstliche Projekte einpflegen in mein Build-System, weil das nicht separiert wird. Ja. Da konnte man auch sehr viel zu sagen. Partial Builds sind auch sehr cool. Ich kann in API-Folder gehen und sagen, compile, ja. Und API hat eine Abhängigkeit von Shared. Und Gradle ist halt, weiß halt, okay, dann kompiliere ich doch zuerst mal am besten Share. Geht mit Maven nicht, Partial Builds. Man kann sogar mit Gradle sagen, okay, wenn jetzt Webservice noch von API abhängig ist, könnte ich in Webservice gehen und sagen, okay, bilde alle Projekte, von denen ich abhängig bin und bilde auch noch alle Projekte, die von mir abhängig sind. Ja. Bevor ich dann wirklich was committen will. Im Projekt mit 100 Subprojekten, was nicht ungewöhnlich ist, heißt das, ich habe ein sehr zuverlässiges Bild und es werden aber nur 15 Subprojekte gebildet. Ich spare mir sehr viel Zeit. Ja. Die Alternative mit Maven war oft zu sagen, ich bilde sowieso alles. Ja. Habe ich leider nicht genug Zeit, das im Detail auszuführen. Das in Kombination mit der
mit den Only-If-Geschichten und dem Smart Skipping ist eine für Enterprise Builds super Feature. Ja. Neben Convention over Configuration oder Convention instead of Configuration, die große Frage. Ja. Also ich behaupte, in vielen Fällen ist es instead of. Ja. Und dann ist natürlich mit bei Convention ein Gefängnis, in das man sich begibt. Ja. Frameworkitis. Das ist mein Hauptproblem mit Maven. Frameworkitis is the disease that the framework wants to do too much for you, or it does it in a way that you don't want, but you can't change it. It's fun to get all this functionality for free, but it hurts when the free functionality gets in the way. But you're not tied to the framework, to get the desired behavior, you start to fight against the framework, at this point you often start to lose. Because it's difficult to bend the framework in a direction it didn't anticipate. Toolkits do not attempt to take control for you, and they therefore do not suffer from frameworkitis. Das ist so eine der Visionen von Gradle. Wir wollen keinen, wir sind kein Build Framework. Jeder, der was sagt, kriegt Ärger mit uns. Solution. Because the bigger the framework becomes, the greater the chances that it will want to do too much, the bigger the learning curves become, and the more difficult it becomes to maintain. If you really want to take the risk of doing frameworks, you want to have small and focused frameworks that you can also probably make optional. If you really want to, you can use the framework, but you can also use the toolkit. Das ist genau unser Ansatz. Wir wollen nicht nur ein Framework anbieten, wir wollen auch ein reiches Domainmodell anbieten, was man als Studie benutzt. Build Language instead of Build Framework. Und für einige sagen, gibt es ein Framework und die sind optional. Und wenn man das Framework nicht gebrauchen kann, ist man weder eingesperrt, ja, beim Maven, noch ist man komplett auf Low Level angewiesen, weil es gibt ja auch noch das Toolkit, wo man dann zwar ein bisschen mehr programmieren muss, man hat aber die richtigen Abstraktionselemente und kann von Herzen ausdrücken, was man ausdrücken möchte. Abgesehen davon hält das Cradle auch sehr leichtgewichtig. Wenn ich sage, ich bin nur ein Framework, muss ich jeden Corner Case versuchen unterzubringen. Ja? Gradle kann sagen, unsere optionalen Frameworks, sie machen 80%. Und wenn nicht, ihr habt euer Toolkit, dann seid ihr fast genauso glücklich. Ja? Deswegen, das hält uns auch leicht, was sehr wichtig ist. Okay, das lasse ich weg, wie man Bildlogik organisieren kann. Was noch wichtig ist, der Cradle Wrapper. Man kann Cradle benutzen, ohne dass Cradle installed ist. Ohne dass der User Cradle installieren muss. Das ist sehr wichtig für CI-Server und Open-Source-Projekte. Zum Beispiel Cradle wird wahrscheinlich bald zu Cradle switchen. Und will man jetzt jedem User von Cradle sagen, installiert zuerst mal Cradle, möchte man als Open-Source-Projekt, möchte man die Barriere niedrig halten. Deswegen kann Cradle, bietet Cradle für Cradle oder für jedes andere Projekt an, ein Wrapper-Script zu erzeugen. Ja? Der Bildmeister von Cradle kann Cradle sagen, hey, bauen wir so ein Wrapper-Script. Und Grails wird dann mit diesem, das Wrapper-Script ist dann im SVN von Grails oder im Git von Grails. Und wer das dann auscheckt, hat Gradle nicht installiert, der sagt einfach anstelle von Gradle, Gradle W, ja, und sagt dann clean compile. Und dieses Wrapper-Script lädt dann die Gradle-Distribution runter, packt sie irgendwo hin und delegiert dann das Ganze an diese Gradle-Distribution. Und mit diesem Mechanismus kann man Gradle natürlich auch auf jedem CI-Server benutzen. Gradle läuft auf dem City, auf Bamboo. Es gibt jetzt auch ein Hudson-Plugin, was ein paar besonders schöne Sachen macht, aber das ist halt wichtig. Ja. So, gerade für einen Newcomer. Production Ready? Yes. 1.0? Herbst. Roadmap? Roadmap. Also, wir sind noch nicht 1.0, weil wir noch keine API-Stability garantieren wollen. Da haben wir ein bisschen Angst, weil wir noch ein paar Sachen ändern wollen. Da werden wir den Leuten keine großen Schmerzen mehr bereiten, nur leichte. Und möglicherweise, und deswegen sind wir noch nicht bei 1.0. Von dem, was wir können im Vergleich zu Android Maven, müssen wir uns nicht verstecken. Ja, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Fragen beantworte ich natürlich gerne. Ups, ja. Gibt es einen Konverter? Ja, also wir haben ein quick and dirty Script. Das Problem ist mit Maven. Ein einfaches Form könnte man einfach konvertieren. Nur wenn die Parent-Form, wenn der Parent-Form Wahnsinn anfängt, da möchte ich nicht reverse Maven, reverse engineeren. Da würden wir die. Aber wenn man jetzt in der Form jetzt nichts Tolles drin hat, dann. Dann würde dieses Script funktionieren. Das gibt es, ja. Wir hoffen dann auf Maven 3.0, weil wir sagen können: Maven 3.0, mach du das ganze Parsing und gib uns so eine Information. Dann kann das was wirklich Zuverlässiges werden. Aber es gibt sowas. Ja, gibt es.
einfach nicht mehr. Wir schippen es nicht aus, ist auch mit unserem Wiki irgendwo, weil wir wollen eigentlich was wirklich Zuverlässiges anbieten. Aber das wird gemeldet, 3.0 wird das kommen. Das war, sagen können, okay, lass deine POM drin und wir benutzen die einfach nur für die Dependency Information rauszusaugen oder sowas. Ja. Das wird kommen, wir warten jetzt hier ein bisschen auf Mail. Noch Fragen? Ja. Dann ich. Was muss man denn alles dann installiert haben, damit es läuft? Also jetzt im normalen Fall. Achso, die Main Gradle runterladen, Gradle Home setzen, Gradle in den ganzen Park. Groovy jetzt nicht speziell? Nee, wir shippen mit Groovy. Weil wir wollen die erste bestimmte Version von Groovy gehen, das ist uns sonst zu heikel mit Groovy abwärts und kaum Kompatibilität. Was sind dann wie viel, wie groß ist das dann? Was an wie viel Megabyte? Ja, die Antwort bereitet mir Schmerzen, weil wir sind noch nicht so in der Lage, wie wir sagen wollen. Momentan hat die Hauptdisco hat jetzt so 18 Megabyte und man kann natürlich auch schmeißen. Also wir wollen, bevor 1.0 wollen wir auch noch moderater werden in unserer Distribution. Aber ein paar Megabyte werden es auf jeden Fall sein. Naja, der Java Core wird nun auch noch Kilobyte haben. Also wir wollen extrem granular werden. Wir wollen auch OSGI-basiert werden in Zukunft. Und, aber das ist noch nicht der Fall. Also zurzeit hat man 18 Megabyte, man kann wieder noch ein bisschen, man kann, was weiß ich, die Sachen mit Jetty-Plugin, JSP-Jars und so, kann man rausgeben, wenn man es nicht braucht. Aber das sind zurzeit ist es noch eine große Distribution, das wird besser werden. Ja, bitte. Gibt es auch schon irgendwie Unterstützung in IDEs? Ja, wie schon gesagt, IntelliJ 9 wird mit Gradle Support kommen. Jetzt der letzte Milestone hat den jetzt. Eclipse hat halt das Problem, dass der Groovy Support lange Zeit scheinbar. Das ist sich am ändern und sobald das der Fall ist, werden wir ein Auge drauf werfen. Aber es ist entweder kommt es aus der Community, das IntelliJ Plugin wurde auch von Gradle Usern geschrieben. So, wir haben dafür einfach keine Zeit. Wir wollen den Core 1.0 ready machen und insofern gibt es bei der nächsten Folge wäre was mit Eclipse, gibt es noch nichts. Aber ja, wird irgendwann kommen, aber gibt es noch nichts. Wobei ich, also da haben sich noch gar nicht so viele Leute drüber beschwert. Es ist, die Vorteile im Vergleich mit End und Maven in den meisten Fällen überwiegen das Vermeiden, dass noch nicht so ein guter Tool-Support da ist. Ja, bitte. Wie ist das mit Unterstützung für Code-Management-Systeme oder Versionierungssysteme? Also halt mit Query gibt es vorher schon. Ja, Unterstützung für Release-Management zum Beispiel, oder? Ja, also ich denke erstmal ausschicken, aber vielleicht auch sowas irgendwie wie Formatierung, Leistungsmanagement und Releasing und sowas. Okay, also jetzt Formatierung, also was meinst du mit Formatierung in dem Kontext? Also Code Predefined, also Code Conventions durchsetzen. Okay, gut, dafür mal Shapes rein. Ja. So, also das ist jetzt unabhängig davon. Wir haben also ein Code Quality Plugin, wir haben Checkstyle für Java und Code Nach für Ruby. Und irgendwann wollen wir auch Sonar integrieren. So, aber das ist jetzt erstmal unabhängig davon. Und dann besondere Unterstützung für Versionskontrollsysteme haben wir nicht gleichzeitig. Sobald es eine Java API ist, kannst du halt dann Groovy Build Script benutzen. Dann machen wir das auch mit Gradle. Wir benutzen halt das SVN-Kit und so. Perspektivisch werden wir auch Release-Sachen unterstützen. Wir werden irgendwann auch eine Abstraktion anbieten für Versionskontrollsysteme, aber da das ist Post. Ja, ist auf der To-Do-Liste, bieten wir aber noch nicht an. So, gleichzeitig, ich meine es jetzt nicht, bieten wir noch nicht an, ganz klar, aber sowas aus dem Bildskript, mit Groovy zu generieren und mit FTP, also es ist auch gar nicht so viel Arbeit. Also wir generieren unsere Webseite vollautomatisch vom Gradle Open Source Projekt. Und das machen wir auch als Teil vom Gradle Build. Das ist, wenn man die ganzen Checkside-Resultate hat, die noch hochzuladen, ist so einfach auch von Groovy aus, dass es zwar netter wäre, wenn das out of the box käme, aber es bereitet auch keine großen Schmerzen, das ein bisschen auf der Hand abzulaufen. So jetzt.